Jo Leute, da wären wir wieder. Wir kehren zurück zum Missionsbildschirm. Die Ultras haben ein Schiff von der dunklen Seite Kaldies ausgestartet. Wir können seine Gegenwart noch spüren, aber die Zeit wird knapp. Wir stellen jetzt erstmal auf normal, weil ich keinen Bock habe auf schwer für diese Mission. Muss schnell gehen. Und ihr werdet gleich was merken. Das hat sich etwas getan. Eines eurer Schiffe ist entkommen. Dann müsst ihr nur noch auf die goldene Armada warten und euer Tod wird ein schneller sein. Es tut mir leid. Was? Das Abschlachten meines Volkes? Das, was ich dir antun muss. Deine Freunde auf dem Schiff können dich spüren. Sie wissen, dass du noch hier bist. Nein. Sie können dich jedoch nicht auf ihr Schiff warpen, weil ich es blockiere. Nein! Nein! Doch wenn ich den Schleier fallen lasse. Warp mich nicht heran, Templer, nicht! Du lässt sie von den anderen Protoss retten? Sie wird ihnen den Tod bringen. Dass das Kerrigan mittlerweile aus der Hand macht, ist eigentlich klar, oder Leute? Also ist ja... Wer genau hinsieht und vergleicht vom letzten Part in den jetzt, der wird schon feststellen, irgendwas hat sich ganz krass verändert. Also, irgendwas wird sich schon ver... Ich muss sagen, ich hatte lange nicht mehr dieses Gefühl, dass es richtig geil ist. Muss ich schon... Oh, super Schokolade essen. Oh. Zucker. Wortwörtlich sogar diesmal. Würde der Scheiß denn jetzt endlich mal laden? Jetzt hat er aber. Jetzt geh und erschaffe deine Brut. Auf diesem Schiff wimmelt es von Leben. Es sollte nicht schwierig sein, Biomasse zu finden. Okay. Protektor, versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Sicher entdeckt. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgerufen. Gratulieren. Beweg dich nicht, bevor der Protektor nicht fort ist. Negativ. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Die Zerg haben das Ursadon verseucht.
Die Protoss glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Jedoch nicht in der Öffentlichkeit, sondern versteckt im Abschluss, im Lüftungssystem. Ja. Oh. Kein Stress. Du bist Niadra. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut und vernichte die Protoss. Töte sie. Ich lebe, um zu dienen. Natürlich lebst du, um zu dienen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Die Zerg hat unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Ohne Frage. Ja, meine Königin. Führe meine Brut. Natürlich wird dieses Schiff brennen. Dieser Lüftungsschacht ist unser einziger Weg. Los! Unsere Zeit ist gekommen. Dieses Schiff wird brennen. Ja, aber du brauchst jetzt erstmal hier Biomasse. Kein Stress, das machen wir fertig. Ja. Das tut ihr. Der Wurmantrieb wurde beschädigt. Sofort evakuieren. Haltet sie auf. Die Zeit dürfen die Stasiskammer nicht erreichen. Ihr werdet den Schwarm nicht aufhalten. Thank you.
Ja. Ah. Oh ja. Wunderschön. Die Explosionen haben aufgehört. Warte, in der nächsten Kammer geht etwas vor sich. Notfall, Energieausfall festgestellt. Erwecke Protoss-Krieger aus Stasis. Kein Stress. Ja. Oh. Oh, es geht mir jetzt schon auf die Nüsse. Kein Stress. Oh yes. Marslinge in front of Win und so. Yes. Die haben absolut keine Chance. Jetzt geht's los, meine Kompagnons. Tja. Ihr kommt aber nicht mehr raus. Versteht ihr das denn nicht? Ja, ja. Ja, ja. Ohne Frage. Wie wir herrschen.
So, und dann machen wir das Ganze hier etwas... Auf geht's. Uns läuft die Zeit davon. Zerstört die Rettungskapseln. Sofort. Die muss sterben. Ah ja, das war eng. Das war enger. Tot. Die Protoss sind nicht mehr, meine Königin. Meine Königin, hörst du mich? Wir sind allein. Die Königin der Klingen hat uns ein Ziel gegeben. Die Vernichtung der Protoss. So kann man es natürlich auch meine machen. Na gut. Bis zum nächsten Mal.